3, 2, 1. Jeder Soldat der Wehrmacht ist dazu verpflichtet, Deutschland vor dem herannahenden Feind zu stoppen. Soldaten, wir stehen im Weg der russischen Armee und von unserem Handeln hängt alles ab. Kämpft ehrenhaft und zeigt Loyalität dem Vaterland gegenüber. Willkommen an der Ostfront! Stellen Sie sicher, dass die neuen Rekruten kampftüchtig und gut vorbereitet werden. Machen Sie Meldung, wenn Sie Fortschritte gemacht haben. Jawohl, Herr Hauptmann. Ich bin euer Kommandant, Leutnant Martin Wolf. Ihr seid alle Rekruten und ich bin mir sicher, ihr wisst absolut gar nichts über die Ostfront und die schweren Abwehrkämpfe, die hier verwickelt sind. Dies ist kein Zeltlager, Männer. Hier kämpften und kämpfen unsere besten Soldaten gegen einen äußerst hartnäckigen Gegner. Das Schicksal unserer Heimat wird hier und jetzt entschieden. Soldaten, im Moment ist es unsere Aufgabe, euch am Leben zu halten. Darum werdet ihr zuerst eine Reihe von Übungsaufgaben bewältigen, damit ihr nicht in einer Holzkiste nach Hause geschickt werdet. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Ich verlange von euch Gehorsam und ständige Einsatzbereitschaft. Wer denkt, er kann sich vor seinen Pflichten drücken, für den habe ich besondere Aufgaben, damit er es versteht, Befehle zu befolgen. Äußerste Disziplin verlange ich von euch, Männer. Kampfeshärte ist überlebenswichtig. Habt ihr mich verstanden? Jawohl, Herr Leutnant! Sehr gut. Und nun ab mit euch in den LKW. Lasst uns sehen, ob ihr es verdient, Soldaten der Wehrmacht zu sein.
G40 geben. Werden Sie mit einem Maschinengewehr schießen. Gehen Sie zum Waffenmeister und lassen Sie sich das MG42 geben. MG42 ist das beste und am schnellsten schießende Maschinengewehr der Welt. Perfekt, um breites Deckungsfeuer zu legen und recht präzise in kurzen Feuerstößen. Nun haben Sie die Möglichkeit, es selbst zu testen.
Ziele, die etwas weiter entfernt liegen, sind nicht viel schwerer zu treffen. Werfen Sie die Granate einfach etwas kräftiger. Vergessen Sie auch hier nicht, in Deckung zu gehen. Granate so weit wie möglich werfen. Bei dieser Entfernung brauchen Sie sich keine Gedanken, um die Deckung zu machen, da Sie sich außerhalb des Explosionsradius befinden.
Hier werden Sie den Hindernisparcours absolvieren. Es werden 3 Soldaten starten. Hier können Sie Ihre Nerven testen. Erste Gruppe, bereit machen. Um die Wahrheit zu sagen, das mit dem Schnaps war ein Witz. Aber ich werde Ihre Mühen in Erinnerung behalten, Soldat. Soweit, so gut. Nun, was um Himmels Willen ist das denn für ein Geräusch? Gehen Sie zu Koordinaten
4-0-3. Stellungswechsel. Ein Klick zu unserem Links. Meter. Einen Verwundeten. Neumann, kümmern Sie sich um ihn. Sie haben die entsprechende Ausbildung erhalten. Beeilen Sie sich. Sollte er sterben, werden Sie den Brief an seine Mutter schreiben.